Es geht ab in den Urlaub. Ja, Freunde, wir gehen in den Urlaub. Wir fliegen in 4 Stunden und ab in den Urlaub. Wir sind gestern erst nach Hause gekommen und ich bin gestern schon ein bisschen am Packen gewesen. Hab mir extra neue Sachen bestellt, weil gestern natürlich Nägel machen, Freunde. Ah, I'm so in love here right now. Und ja, Problem Number One ist es auf jeden Fall. Wir haben nur einen Koffer und 15 Kilo zusammen. Und wir haben uns Koffer sind so teuer, wir haben 40 Euro für 15 Kilo gezahlt. Ja, also pro Flug, also ist nochmal mal 2. Und ja, wir haben 1 Kilo zu viel, Freunde. Ich habe schon wirklich das Nötigste nur gepackt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. So, Freunde, wir sind angekommen, auch in unserem Hotel, wir haben uns echt fresh gemacht. Und ich und Jonas haben heute noch gar nichts gegessen, auch weil ich heute so aufgeregt war. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal uns eine Pizza to go holen, wenn wir eine finden. Und dann gehen wir an den Strand. Wir sind auch in einer eigentlich richtig schönen Gegend. Also es sieht einfach aus wie Frankreich. Yes, I'm very excited here right now. So, Freunde, Sonne, next day. Wir waren jetzt gerade schon frühstücken. Haben wir nämlich spontan dazu gebucht. War auch sehr tasty, aber ich bin leider gar kein Frühstückmensch. Also ich esse morgens eigentlich so wie gar nichts. Ja, und Freunde, wir packen tatsächlich schon wieder unsere Sachen. Jonas? Also so ein kleiner Gameboy einfach. Ja, weil wir so ein bisschen uns... Ist das ein Gameboy? Ja. Hä? Bruder, hä? Ja, weil wir so ein bisschen unzufrieden mit unserem Zimmer sind, weil, ich weiß nicht, wir haben uns ein bisschen mehr erhofft, weil der Ausblick ist genau das und ja, hier an der Seite sind noch irgendwelche Tauben, we really don't know. Und gestern war noch nichts frei, aber heute und deswegen bringen wir jetzt unsere Koffer runter, gehen dann erstmal in die City und dann nachher ist das Zimmer frei. Mal sehen, wie das dann ist, weil ich glaube, an unserer Reaction gestern habt ihr gesehen, dass... Weiß ich nicht, das war so ein bisschen Schock, weil einfach im Internet was komplett anderes war. Ich habe mich auf jeden Fall schon eine fette Dröhnung Sonnencreme gegönnt, weil this girl is gonna be brown this week. Und gestern Abend waren wir ja draußen, Freunde, ich habe so geschwitzt, es war 22 Uhr und ich habe so unendlich doll geschwitzt. Deswegen habe ich heute mal so einen Ventilator mit und mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall packen wir jetzt und dann gehen wir raus. Ja, Leute, wir waren gerade am Strand. Er ist doch vorgezogen. Ja, er ist wirklich wunderschön und die Abkühlung war needed. Und jetzt sind wir auf so einem, ich weiß, Antikmarkt oder so. Ja, Flohmarkt, Antik. Ja, der heißt auf Englisch. Ich schmöcke jetzt hier ein bisschen. Du bist komplett los, oder? Ja, bin ich auch. Ich habe es auch nicht gekriegt. Ja, mal gucken. Es ist super warm. Es sind eigentlich schon 29 Grad, gefühlt aber 33. UV-7. Ich bin nachher krebsrot. Welcome in our new room. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott.
Es ist so ein krasser Unterschied. Okay, Freunde, wir fangen erstmal hier an. Dreh mal, Jonas. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Ja, hier ist die Tür. Und dann kommt man rein. Und dann haben wir hier ein kleines Badezimmer. Wir haben jetzt auch eine Dusche. Wir hatten da vorne Badewanne. Ich hasse Badewanne über alles. Dann, Freunde, haben wir natürlich auch einen Spiegel mit so richtig stark. Nice. Lieben wir. Denn es ist allgemein ist viel höher und viel mehr Platz. Also das Zimmer oben, also es ist wirklich meckern auf höchstem Niveau, aber wir haben den Preis halt bezahlt. Es war halt sehr, sehr klein und irgendwie komisch, weiß ich nicht. Also dann haben wir hier einmal einen Spiegel. Auch beautiful. Hier kann ich auch schöne Outfit-Dinger machen. Geht's hier weiter, haben wir einmal einen Fernseher, eine kleine Bar. Hier ist ein Kühlschrank drin, Freunde. Und hier werde ich erstmal unsere Augenpads reinmachen und meine Haarmasken, weil wir waren ja schon im Meer und I need some Haarmaske right now. Ja, wie gigantisch ist dieses Bett? Jonas, du weißt schon, dass ich der Moderator hier bin und zeigen muss und du der mit der Kamera mitkommst. Okay Leute, ich zeige euch jetzt weiter alleine. Jonas! Ja, dann haben wir hier erstmal das Bett. Und das Bett ist viel größer. Es ist riesig. Ja, also ist jetzt nicht das Problem, aber du bist halt auch wirklich, wir haben ja nicht mal eine Roomtour oben gemacht, weil du bist reingekommen und die Tür hat die Ecke hier sogar vom Bett so ja, sich gestrichen. Ich konnte die Tür nicht aufmachen, um das Bett zu berühren. Ja, der sieht so cool aus. Und dann haben wir hier noch einen Schrank. Richtig nice. Ich weiß gar nicht, wo war denn der Schrank oben? Hatten wir überhaupt einen? Ja, der war direkt neben der Tür, hinter der Tür. Ja, und dann, Freunde, mein Highlight jetzt hier right now. Wir haben keinen Balkon, aber wir haben sowas hier. Filme, hier hin, Film. Wie schön, oh, wie schön ist das bitte? I love it. So, Freunde, und jetzt, ich weiß nicht, wir machen uns auf jeden Fall jetzt nochmal fresh. Und dann gehen wir eigentlich schon wieder los, wa? Ja, gehen wir futtern, würde ich sagen. Ich habe keinen Bock mehr zu laufen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Und ich brauche Wasser. Ich brauche Water. Wir haben hier Water. Stay hydrated, Freunde der Sonne. So, Freunde, Nizza ist expensive. Very expensive. Sehr teuer hier. Deswegen gehen wir jetzt mal nach einem Supermarkt gucken. Mal sehen, ob wir da ein bisschen was finden für uns. Ich habe mich übrigens verbrannt. Ich habe einfach nur hier oben Sonnenbrand. Ja, und Jonas. Ich searching jetzt. So, Freunde, schöne Scheiße. Warum haben die denn hier auch noch so ein Interior-Ding? Es ist ja. I love it. I love it. I love it. I want that. Wow. I want everything here right now. Oh mein Gott. I want that. Ich will das auch. Das will ich. Wow. Wie schön ist das hier bitte alles? Das brauche ich jetzt aber wirklich. Die Schale, ich krieg sie nicht raus. Wir haben es kaputt gemacht. Ich brauch sie. Jonas muss mir helfen. Jonas. Ich will es richtig zu essen haben. Na, Baby, aber guck mal, wie schön die Schale ist. Und der Teller. Guck mal, und die Tasse. Kann ich meine Niere für diese Sachen geben? Hä? Es kostet okay, 8 Euro. Das ist genauso wie in Deutschland. Aber warum sind die anderen Sachen so teuer hier? Okay, Freunde, es wird noch schlimmer. Gläser. Wie schön ist dieses Glas? Ich glaube, das muss ich mir tatsächlich wirklich mitnehmen. Ihr wisst doch, Matcha und so. So Leute, unsere Ausbeute. Ich habe mir so richtig krasse Dinger hier geholt. Wie gut sehen die bitte aus? Sie sehen richtig knietschig aus. I love it. Dann haben wir hier einmal Frischkäse, ein Baguette, eine Coke Zero, Pepsi, Scheiße und Cheapers. Dann habe ich mir noch zwei Kakaos geholt bei uns im Hotel. Jonas einen Kaffee. Und jetzt werden wir einfach mal hier bei 23 Grad im Hotelzimmer bleiben und unsere Eier chillen. See you. So, Freunde, der nächste heiße Tag und ich und Jonas wollen heute so einen Beachclub ausprobieren, so mit Liegen, so richtig schön. Wo du deine halbe Niere bezahlen musst, damit du eine Liege bekommst. Ja, und es ist jetzt auch schon um 11, deswegen ich glaube nämlich, dass wir auch zu spät sind. Wenn wir heute keine kriegen, ist nicht schlimm, wir haben noch ein paar Tage. So, Leute, die ganzen Beachclubs hatten auf jeden Fall keinen Platz mehr. Wir haben aber auch schon einen reserviert, weil wir wollten bloß gucken, ob es vielleicht heute doch schon klappt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schirm, weil wenn wir jetzt in der Mittagssonne an den Strand gehen, ich bin tot danach. Ach, kann nicht mehr. So, Freunde, das mit dem Beach Club hat dann heute eher so weniger geklappt. Nee, wir haben es ja. Trotzdem crispy. Ja, wir haben es ja schon gesagt, dass es nicht geklappt hat, ja. Ich habe ein totes Sonnenbrand.
Ich glaube, man sieht es auch in meinem Gesicht, aber ich bin auch ein bisschen crispy geworden. Und jetzt ist auf jeden Fall unser Ziel, weiß ich nicht, irgendwas zum Armbrot zu finden. Mal was anderes als Pizza vielleicht. Aber es ist halt wirklich so teuer. Und wir haben jetzt halt nicht das größte Budget hier. Wir sind broke. Scheiße. Freunde, es ist 8.45 Uhr. Es ist für mich und Jonas viel zu früh, weil eigentlich, wir stehen eigentlich auch um die Uhrzeit auf, aber wir konnten beide nicht schlafen. Das ist irgendwie nichts bequem, gar nichts. Ja, wir gehen jetzt nämlich im Beachclub. Wir sind sehr müde. Und werden jetzt unsere halbe Niere dort verkaufen, aber erstmal gehen wir frühstücken, weil dafür haben wir auch bezahlt. Und dann gehen wir los. Ja, tschüss. So Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg, um Matcha zu probieren. 4 Tage schon ohne Matcha. Ich freake out, ich kann nicht mehr. Boah, 4 Tage schon? Ja, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen abseits von Nizza. Obwohl das hier auch richtig schön aussieht. Film mal, Jonas. It looks very amazing here right now. I give my best. Oh yeah, that looks so amazing here right now. Oh my fucking goodness. So, zeig mich wieder. Warte. Ich habe nämlich gerade richtig spontan ein Café auf TikTok gesehen, wo es Matcha geben soll. Und ich hoffe, die haben Eismatcha. Und da racen wir jetzt hin. Das soll auch schön aussehen. Ich hoffe, es gibt nicht dafür meine halbe Niere aus. 5 Euro. Ja, das ist voll okay für Matcha eigentlich. Für Nizza ist das okay. Ja. Ich schwitze auch so sehr. Es sind 34 Grad und es ist halt... Es ist so unfassbar teuer hier und warm und so voll. Und, ich schwöre, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich wie Türkei. Ich war aber noch nie in Türkei. Aber so stelle ich mir die Wärme in der Türkei vor. Es ist so schlimm. Doch. Super, Freunde, wir gehen. Tschüss. So, Freunde, wir haben uns jetzt... Wir haben jetzt hier unseren Matcha. Und Spekulatius Latte. Und der ist geil. Ey, das schmeckt so gut. Wir haben hier eine komplett neue Area entdeckt. Es sieht so schön hier aus. Und Freunde, was wichtig ist, es ist hier viel billiger. Also das Essen ist viel billiger. Es ist nicht so voll, es ist billiger, es ist windiger. Ja, hier sind nicht alle Touris, nur ein paar. Ich habe meinen Matcha, ich bin richtig happy. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Kratzen am Hals. Von der Klima, glaube ich. Das ist nicht so gut. Du bist auch der einzige Mensch, der die Klima auf 21 Grad macht. Quatsch. Wenn es draußen 34 Grad sind. Quatsch. Sachen anzugucken, die wir uns niemals in unserem ganzen Leben leisten können. Wir sind nämlich an Port de Nice. Freunde, was denkt ihr, wie teuer so eine Yacht ist? Bruder, es sind schwimmende 200 Mille. Was denkst du, wie lange wir arbeiten müssten, um das zu kriegen? Ich bräuchte 30 Kinder mit Onlyfans, glaube ich. Letzter Tag mit miesem Sonnenbrand unterwegs hier. Jonas ist einfach krebsrot. Es tut doch wirklich weh. Wir haben heute versucht, zum Sonnenuntergang zu gehen. Aufgang. Aufgang, scheiße. Wir haben verschlafen. Ja, deswegen müssen wir das morgen machen. Wird auf jeden Fall gottlos. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem schönen Café, da wo wir letztes Mal waren, wo es diese... Ein Matcha auch gab. Genau, wo es einen Matcha gab. Und wir holen heute einen Acai-Bone und dann gehen wir zu so einem Sandstrand, müssen wir hinfahren. Ja, und wir haben vorhin 60 Euro für Schwarzfahren bezahlt. Ja, geil. Pass auf euch auf.
ist das Komischste auf dieser Welt passiert. Ich sehe gerade, wie unsere Kellner, die uns bedienen, die peifen sich gerade einfach einen Joint, während sie hier kellnern. Und wir waren gestern ja schon hier. Oder war das vorgestern? Vorgestern ja schon hier. Und der Typ, der uns bedient, der ist halt auch komplett lost gewesen. Und der war so komisch. Und jetzt erklärt das so einiges. Der, er hat so lange gebraucht. Also unser Matcha stand da bestimmt 10 Minuten und er hat uns den nach 10 Minuten immer noch nicht gebracht. Minus meinte er dann irgendwann, ja, wir nehmen den halt to go. Dann habe ich den to go bekommen. Aber Freunde, der ist richtig groß. Weil der ist so groß wie mein Kopf einfach. Und hier sind nur zwei Esslöffel drin. Und ja. Mein Lebenselixier. Nicht, dass sie da auch Ort reingemacht haben. Digga, Todesangst. Kann auch sowas nicht. Und meine Tasse ist cool. Warte, du musst sie umdrehen. Die ist wirklich nice. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Amour to George. Oh, ich habe so Nackenschmerzen. Hab ja. Ich. Bye. Yeah. Ja. Essen arrived. Nein! Die sind sehr geil. Das macht mir ein bisschen Angst. Jonas hat eine Acai Bowl. Aber wir teilen uns eh immer alles. Die sind krass, aber schon ein bisschen kalt. Das kam super schnell. Ich hab ein bisschen Angst, weil mir schmecken ein paar Falafel immer nicht. Das sieht aus wie eine Kirsche irgendwie. Das ist aber schon eine getrocknete Tomate. Mmh. Das hat sich sehr juicy angehört. Was sagen Sie, Madame? Schmeckt gesund, aber lecker. Gesund, aber lecker? Das hört sich nicht gut an. Probier. Darf ich mal ein Bit? Eigentlich geil. Halt bloß sehr teuer. Ach, ich will. Ah, geben Sie mir das ja wieder. Und deine Acai Bowl? Ist schon geil. Du bist dran. Baby, sind da Haselnüsse drin? Ja. Stopp. Ich hab fast meine Frau umgebracht. Ja, scheiße. Hm, schmeckt lecker. Ist eine gute Acai Bowl. Ohne Haselnüsse. So, jetzt lass ich es erstmal schmecken. So, Freunde, Mission 2 von heute. Ich bin eine Kokosnuss. Werd Kokosnuss, werd Kokosnuss, werd Kokosnuss geklaut. Yeah. Weil ich möchte damit so ein richtig schönes Strandbild machen. Und ich habe gesehen, das ist hier in so einem, so wie Edeka, bisschen teurer, natürlich, Kokosnüsse gibt. Deswegen, yalla. So, Freunde, ich muss meine Haare jetzt hochmachen und auf dem Ventilator rausholen, weil es ist einfach viel zu heiß. Ganz kurz, Planänderung. Wir haben Vanessa Schmuck gekauft. deswegen müssen wir jetzt warten, bis wir zum Strand gehen. Dann, weil wir den Schmuck erst um 18 Uhr abholen können, weil da noch was gemacht wird. Ja, deswegen holen wir uns jetzt hier eine Kokosnuss, chillen kurz im Hotel und dann geht's auf. Hier gibt es auch einen schönen Laden, da will ich auch noch. Was für ein Laden? Seht ihr, wie ihr noch schwitzt? Es ist so heiß. Ich kann nicht mehr. Los, Kokosnuss kaufen. Yeah! Let's go. Jetzt kommt auch. Wenn die keine Kokos. Ah, ich sehe sie schon, Jonas. Ah, da sind sie. Willst du auch eine haben? Oder teilen wir uns eine? Ich würde sagen, wir teilen uns eine, oder? Ja. Dann müssen wir nicht so viel tragen. Und dann will ich vielleicht nochmal da zum. Diese Einrichtung und so, vielleicht gibt es da ja noch was Schönes. Und es ist so heiß, I can't. Give me air. Es fühlt sich noch scheiße an. Wie fühlt es sich an? So als ob Kacke im Meer schwimmt, so fühlt sich das an. Ich habe mir noch seine Augenbrauen gegelt. Kannst du gleich eine Schnecke rüberfahren? Bleib mal stehen. So, Jonas muss ich sauer. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt nochmal fresh gemacht. Und Freunde, das ist nie jetzt, Jonas. So, Freunde. Ja, ach, mein Jonas, ich will jetzt hier ein Horn. Steh mal kurz. Willst du ein sauberes Kleid oder nicht? Nein. Ich gebe euch jetzt kurz ein Haul. Wir waren ja gerade einkaufen. Und ich muss natürlich was holen. Wie schön sind diese Teller, bitte. Oh mein Gott, die haben hier so eine Bubsitz unten dran. Die sind so nicht ebenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Richtig toll. Dann musste ich mir natürlich noch das Glas hier holen. Guck mal bitte. Auch hier drinnen. Es ist so ASMR. Und für meinen Matcha, perfect. Und Freunde, meine Kette, aber das zeige ich euch nachher, ist am Strand. Wo ich will es eigentlich schon ummachen. Nee, macht ihr uns nachher. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, weil ich will ja noch in diesen anderen kleinen Shop da, der bei uns hier um die Ecke ist. Und da müssen wir meinen Ring abholen. Und die Frau hat, glaube ich, gedacht, dass wir sie versetzen oder so. Sie hat bestimmt 20 Mal gesagt,
dass wir um 18.30 Uhr wieder bei ihr sein sollen, weil, ja, da muss ja noch was gemacht werden. Und, ja, let's go. So, Freunde, wir waren jetzt erfolgreich im Wasser. Wir nutzen es gerade an. Wir haben ein bisschen Content geshootet hier rein auf. GoPro abgeschmiert und in dem Flieger, oh Gott, sitzen wir gleich. Es gab uns heute morgens am Meer sein. Es ist richtig warm. Also hier ist das Wasser richtig warm. Es sind keine Menschen hier. Das Wasser ist richtig still. Du siehst durch. Mucho gusto. Das war jetzt Spanisch, aber das ist auch egal hier. Also ich nehme mein Gestell und, Freunde, ich habe mir doch extra die Kokosnuss geholt. Es sind schöne Bilder entstanden, aber Problem Nummer 1 ist, wir haben die Kokosnuss nicht aufgekriegt. So, und wir gehen jetzt erstmal Frühstück suchen und dann gehen wir duschen. Und dann geht es auch schon ab zum Flughafen. Richtig Trouble Mubble. Vor uns haben schon Leute ihr Gepäck, sie mussten umpacken, weil die Übergewicht hatten. Und ich meinte schon zu uns, hab's gecallt, wir müssen auch schon wieder ausgegangen. Ja, mussten auf jeden Fall auch wie Schwänze da vorne unseren Koffer auspacken und haben jetzt was bei Yunus reingemacht, obwohl wir schon richtig viel da gelassen haben. So Schuhe haben wir da gelassen, weil die einfach kaputt gegangen sind und so unser Tanning-Zeug und so, weiß auch alles. Aber wie kann das? Also, Teller und Tasse macht ganz gut. Wir haben 3 Kilo mehr, hier müssen wir Getränke und so und Flaschen. Ja, Freunde, ihr könnt übrigens ja mal erzählen, wie oft die GoPro ausgegangen ist. Und ja, jetzt geht's noch durch den Security und dann sind wir auch drinnen. So, Freunde, wir sind jetzt beim Boarding hier right now. Was eigentlich für uns komplett irrelevant ist, dass wir so weit hinten stehen, weil wir eh ganz hinten sitzen. Ich glaube, eine Reihe weiter vorne. Ja, und ich persönlich hoffe, dass Thorsten wieder die Maschine steuert. Der war so sympathisch, weiß ich nicht. Ja. Häufig gequatscht, ja. Ja, und ich könnte auch gleich schon wieder auf die Toilette gehen. Das 5. Mal? Ja. Ja, Freunde der Sonne. Schaffst du schon. Ja.